Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen mal wieder zurück zum PC Building Simulator 2018. Ja, wir hatten ja nur eine Woche Pause und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Woche hat mich leider nicht so wirklich gecatcht, weil ich hatte drauf gehofft, dass ein neues Update kommt mit der Custom-Wasserkühlung. Kam leider nicht, sprich nichts Neues, alles beim Alben. Aber, naja gut, da müssen wir im Endeffekt damit jetzt, ja, zur Rande kommen, hört sich auch dumm an, weil ist ja jetzt in der Tat nicht so das Problem, ne, muss man ja auch einmal mal dazu sagen. Aber, ja, gut, ist halt leider Gottes so. Deswegen machen wir hier erstmal, stinkt nochmal weiter, aber nochmal Gamer XL, Gamer GTX. Ja, warte mal, dann machen wir mal ein bisschen anders. Gamer XL habe ich ja hier noch einmal da. Tja. Wir müssen erstmal wieder hier ein mit 5.9 machen. Was ja auch weniger das Problem ist. 1300X haben wir ja theoretisch noch. Hier haben wir nichts mehr im Gaming 5 Bereich. Hier haben wir noch genug. Hier haben wir auch noch immer. Oh. Oh. Okay, 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 okay. So sieht das erstmal wieder an. 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal wieder einen kleinen Überblick hier verschaffen. Wie, wo, was und so weiter und so fort. 1, 2, 3, 4, 5. Und 750V. 1, 2, 3, 4. Gut. Einen kleinen Überblick hier verschaffen. Wie, wo, was etc. pp. Muss man auch hier Bescheid wissen. Aber wir hatten ja beim letzten Mal unseren eigenen PC im Bild aufgerüstet. Da kam ja der Benchmark-Score nicht so ganz raus. An der Fehlerquelle dank einer, naja, nicht so ganz geilen Optimierung. Muss man ja auch dazu sagen. So, nehmen wir den ganzen Spaß hier ab. Da kümmern wir uns aber in andermal drum. Weil da wollte ich eigentlich noch die Custom Wasserkühlung abwarten. Weil ich glaube, da kann man dann nochmal mehr aus den Eimer rausholen. So ist es auf jeden Fall meine Hoffnung oder mein Gedankengang, whatever. So, die und die. Okay. So, sehr schön. Das ist alles drin. Gut, dann brauchen wir nur noch einen USB-Stick. Dann können wir das Ganze starten. Dies drauf und dies drauf und. Come on, come on, come on! So, ausführen. Dann brauchen wir hier einen 4.5er mit zwei dualen Grafikkarten. Das ist ja auch nicht das Problem. So. Das haben wir noch alles, das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. Dann haben wir den gleichen, würde ich sagen. Ansonsten ist alles da, was wir brauchen. So, weg damit. Hauptplatine dran. Das schon mal aufmachen, Netzteil dran. Ja, Netzteil natürlich absolut übertrieben. Ganz klassisch. Aber ne. Gut, dann eben nicht. Dass er natürlich auch wieder die Dinger hier zurückgesetzt hat. Unsere schönen Kapil. Ja, finde ich auch wieder gar nicht so nett.
Aber dann bleiben wir halt erstmal grau in grau. So ist es ja nett. Ist ja hier keine Schönheitsveranstaltung. Blub. Sondern es muss funktionieren. Das ist das Wichtigste. So. So, 6,9, mehr als ausreichend. 1K, um genau zu sein. Läuft der hier erstmal wieder. Und dann haben wir hier noch eine allgemeine Reparatur. Gut. Dann können wir das erstmal abgeben. Und ich denke mal, es kommt wieder ein maßgeschneiderter PC rein. Jawohl, 3,8 hätte er gern. Kein Problem. 3,8 kriegen wir definitiv hin. Ich glaube, da brauchen wir sogar noch eine 79. 1500x. Da haben wir noch eh alles da. Brauchen wir allgemein nur noch eins Gehäuse. Lassen wir auch wieder hier. Ich mag dieses kleine Gehäuse. Wie gesagt, leicht, kompakt. Ohne Probleme anwendbar. So, Hauptplatine dran. Und wenn es im Endeffekt dann immer das gleiche ist, von der Hauptplatine, ja gut, unsere Aufträge wiederholen sich jetzt so oder so massiv. Ich glaube, so Storyline-technisch, dadurch, dass wir Level 25 sind, sind wir eh mehr oder weniger bis zum nächsten Update durch. Bis die Jungs dann vom PC-Building wieder mal was Neues reinhauen. Wenn sie denn nochmal eine neue Story machen, ich weiß es ja nicht. Also Story im Sinne von neue Auftragsform. Glaube aber im Zuge der Custom-Kühlung schon daran. Weil das bietet ja A, wieder neue Möglichkeiten und B, müssen sie ja auch geboten werden. Sonst wird es ja nicht funktionieren. 4,7. Ja. Zwar relativ knapp, aber hat funktioniert. So, geht das Ganze auch weg. So, 4,4 mit oder 4,3 mit Wasserkühlung, auch kein Problem. Das Ganze erstmal wieder ein bisschen höher hier. So, mit Wasserkühlung. Krisch mein. So, der da ran. Jetzt 5er. Platine haben wir da alles. Das haben wir noch alles. Standardgehäuse. Und hier müssen wir einmal auf. Nee, auf Dings gehen hier. Auf. Ach, der Prozessorkühler ist blöd für ihn. Auf Flüssigkeitskühler. Auf den hier. So. Während der da hier drüben in aller Ruhe, also jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, was war jetzt der neue Auftrag, das war Cosimo. Ja, er kommt hier hin. Und der kommt hier hin. So. Da sind die Netzteile schon fast wieder alle. Absoluter Wahnsinn. Und die Hauptplatinen gehen dann auch langsam wieder zu Ende, beziehungsweise Markerboards. Schauen wir mal den ganzen Holunder-Spaß noch ab. Also das brauchen wir nicht. Das muss einmal aufgehen, bitte. Und dann den hier. So. Natürlich wieder, ne? Der Klassiker. Prozessor mit rein. Zack. Und das mit rein.
Ah ja, und von der Kühlung her den hier. So, 3,7, 3,8. Ja, das hat mir ganz gereicht. Um genau zu sein, das ist 3,37. Wie brauchen wir denn bei 3,3849? Okay. Ich glaube aber beinahe, dass es an sein Maximum rankommt. Ein Versuch ist es wert. So, da läuft das erstmal noch durch und das hier auch. Von der Kühlung her müsste es eigentlich klappen. Ich weiß halt noch nicht, ob die Grafikkarte dann zu heiß wird. Bei viel fehlt nicht. Das muss man ja mal sagen. So, der ist auf dem Weg. Die zwei haben wir hier. Können wir aktuell nicht mal. Sehen schon, was wir noch machen könnten, wäre ein Prozessor übertakten oder halt Arbeitsspeicher noch rein raus. Also nochmal ein Arbeitsspeicher eins mehr. Viel mehr Möglichkeiten haben wir dann nicht, wenn wir bei der Grafikkarte bleiben wollen. Oh, die laufen sogar fast zeitgleich, sehr gut. Ja, hier bei denen mache ich mir jetzt keine Gedanken, das muss laufen. Hier könnte es halt knapp werden. Wenn nicht, bräuchte man da halt einfach noch einen Arbeitsspeicherriegel mehr. Da sind wir schon mal im Tool-Channel. Dann sollte das eigentlich soweit alles klappen, mehr oder weniger. Also aber flüssig sind beide nicht, obwohl der noch besser ist wie der. Aber gut, hier ist halt eine 89 drin. Ja. Und hier eine billige, oder? Ist das hier, das war die 1070 MSI? Man sieht es halt leider so gut wie nie oder so gut wie gar nicht. So, 8342. Ja. Jetzt aber. Und hier 4,4 und 4,3 war gefordert. Sehr gut. Dann können wir das schon mal kassieren. Auf einen Auftrag warten. Hier müssen wir halt gucken, dass er uns nicht abschmiert, Atlene. Und hier haben wir 7,3 mit Wasserkühlung. Auch kein Problem. Holen wir hier schon mal wieder ein paar neue mit rein. Nicht, dass uns hier noch irgendwas ausgeht, das wäre nämlich nicht so pralle. So, hier bräuchten wir auch mal ein besseres Gehäuse dafür. Wasserkühlung will der. Wasserkühlung will der. Gut, bin ich mir. Da bin ich mir gerade relativ unsicher, welchen wir da nehmen. Und nehmen einfach mal noch zur Not den hier. Der sollte dafür ausreichen. So. Ran damit. So. Ebenfalls nach oben hinweg geht das. So, hier gehen wir gleich von Anfang an auf Dual Channel, weil man weiß ja bekanntermaßen nie. Naja, gut, das ist jetzt. Gut, gehen wir auf Dual Channel, aber halt mit einem etwas billigeren Arbeitsspeicher, auch kein Problem. Das hatte ich jetzt. Ich hatte gedacht, da habe ich noch genug. Aber dem war leider dann nicht so. Da müssten wir dann auch wieder neue holen.
Gut, ging sich sogar so aus, wie ich es mir erhofft habe. Irgendwas fehlt angeblich noch. Ne, hat gepasst, gut. Wollt nur am Anfang, ne? Ich glaube beinahe, dass wir hier nicht hier gar nicht tunen müssen. 3899, jo. Aber auch aufs Maximum rausgepresst. Und damit können wir den hier ebenfalls kassieren. Sehr schön. Aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.